So, ich habe mich heute mal entschlossen, das Ganze mal nachzuvertonen. Und zwar habe ich ein kleines Paket bekommen. Und zwar ist da drin vom Dampflichtshop mein neuer Akkuträger. Jetzt packen wir das Ganze einfach erstmal hier gemütlich aus. Karton ist auch heile angekommen. Hat Versand, glaube ich, jetzt insgesamt 2 Tage gedauert. Hier mal ein bisschen genauer, wo das Ganze herkommt. Ja, was haben wir drin? Wir haben einmal drin eine Rechnung. Ein Haufen Verpackungsmaterial. Und zu meinem Erstaunen 2 Liquid-Proben. Und zwar ist das von Helan Liquid 6 Milligramm. Einmal ist das Johannisbeere, also Cassis, und Papaya, jeweils mit 6 Milligramm. Die aber nicht auf der Rechnung auftauchen natürlich. Wie man sieht, ist nur der Akkuträger drauf. Dann gehen wir mal ins Eingemachte. Sonst ist hier weiter nichts drin. Wieder ein schöner leerer Karton. Ja, das Ganze ist an einer Geschenkverpackung. Man sieht, wunderschönes Grün. Und zwar ist es der VPCCP. Das Ganze ist seitlich hier mit Magneten verschlossen. Ja, so sieht das Ganze halt von innen aus. Haben wir jetzt links die Verdampfer, rechts die Box und ansonsten haben wir jetzt hier noch Ladestecker für diverse Handys. Da muss ich noch mal herausfinden, welche das denn genau sind. Ob da denn auch eins für mein Handy halt dabei ist. Ansonsten hat man ja immer seine USB-Kabel dabei, die man halt einfach auch nur in das Gerät oben einstecken braucht. Sind halt 3 Adapter dabei. Die 3 Adapter sind einmal 2 fürs Handy und einer ist für das Laden der Box gedacht. Und dann ist ein USB-Kabel dabei. 2 CE4 plus V2 würde ich vermuten, da es lange Dochte sind. Und ein Anschluss USB auf 510 mit einem kleinen Knopf dran, zu dem wir aber später nochmal kommen. Einmal in Blau und halt einmal in Rot das Ganze. Ja, jetzt kommen wir zur eigentlichen Box. Das ganze Gerät ist relativ schwer. Macht einen sehr wertigen Eindruck. Vorne Hochglanz natürlich, deswegen spiegelt das auch ein wenig. Wir sehen, vorne haben wir diesen einen Knopf. Oben haben wir jetzt 2 USB-Anschlüsse mit 1 Ampere und 2 Ampere und eine kleine Leuchte. So, auf der Seite haben wir die Ladebuchse. Unten ist nix. Auf der Seite ist auch nix. Und hinten ist auch nix. Ja, aktiviert leuchten im Moment 3 Leuchten. Ich gehe davon aus, dass es nicht ganz voll ist. Zweimal drücken geht dann die Lampe an. Kommen aber später auch nochmal zu. Ja, ansonsten ist in diesem Karton nichts weiter drin, also auch keine Gebrauchsanweisung oder ähnliches. Das heißt, alles, was man an Infomaterial
über das Gerät braucht, sollte man sich dann entweder aus dem Internet kopieren oder sich halt gut merken. Ja, zum eigentlichen Gerät. Wir haben halt das USB-Ladekabel, was wohlbemerkt sehr, sehr kurz ist. Also da würde ich jetzt ein längeres begrüßen. Ich habe halt einfach jetzt auch mal versucht, dass ich eventuell ein anderes Ladekabel von der Eleo-T, aber es passt leider nicht in die Buchse rein. Wird halt nur reingesteckt, Ladekabel drauf und das Ganze kommt dann einfach in den USB-Anschluss rein. Was leider auch fehlt, ist ein Wandadapter. Das heißt, dass ich das Gerät über 220 Volt laden könnte. Ja, in dem Augenblick, wenn ich es halt auf den USB-Anschluss stecke, fangen hier vorne die erste Lampe leuchtet, die zweite fängt an zu blinken. Je nach Füllstand blinkt dann nachher später die dritte und auch die vierte. Das Gerät geht dann halt einfach wieder in den Betriebszustand zu, sobald ich das halt einfach wieder abziehe. Also diese Leuchte ist faszinierend. Das ist eine weiße LED. Ja, den CE4 werde ich nachher nochmal befüllen mit dem vorhandenen Liquid. Ich will jetzt einfach erstmal den Vivi-Tank einfach mal antesten. Aber wenn man da irgendwas durchbrennen sollte, kann man es eben mal schnell neu wickeln. Ja, USB, die Wahrscheinlichkeit, dass man ihn erstmal verkehrt rum drauf steckt. Gibt ja schließlich nur zwei Möglichkeiten und die erste ist grundsätzlich immer erstmal verkehrt rum drauf stecken. So, das Ganze einfach mal Feuerknopf gedrückt und dann sieht man, dass hier oben ein rotes Lämpchen leuchtet. Einfach mal antesten. Ja, dieses rote Lämpchen sagt uns aus, dass wir eine Betriebsspannung von 4,8 Volt haben. So, das Ganze lässt sich auch bequem umstellen. Wir haben drei Einstellmöglichkeiten. Wir haben einmal ein blaues Licht. Dieses blaue Licht hat eine Spannung von 3,2 Volt. Mit dem Feuerknopf drücken und oben einmal das kleine Knöpfchen drücken, dann wird das Ganze pink, so lila-mäßig. Dann haben wir 4 Volt. Und wenn wir das Ganze halt nochmal drücken, dann wird das blau, nein, Blödsinn, wird es rot und haben 4,8 Volt. Ja, gleichzeitig gilt die Box auch als Ladegerät für ein Handy oder iPhone, iPad etc. Wir haben einmal 1 Ampere und 2 Ampere für größere Geräte. Nehmen wir einfach das Ladekabel von unserem Handy, stecken es oben rein, drücken einmal das Knöpfchen. Und wir sehen, das Handy wird aktiviert und fängt dann an zu laden. Das kann man leider etwas schlecht erkennen, aber steht hier, wird geladen, 34 bzw. 37%. Also somit funktioniert das Ganze auch sehr gut. Wenn man mal unterwegs ist, stellt fest, sein Handy gibt gleich den Geist auf, rangesteckt und eben mal schnell nachgeladen das Ganze. Ja, jetzt haben wir mal den CE4 einfach mal befüllt mit dem Liquid, was dabei war, und zwar Helan Liquid Smooth Papaya mit 6 Milligramm. Ist leider nur 1 Milliliter dabei gewesen, aber ist auch ganz lecker.
So, das ganze Gerät hat zusätzlich auch eine Zugabschaltung. Das heißt, ich habe jetzt einfach mal den Knopf gefeuert und irgendwann fängt er an rot zu leuchten. Und dann ist Ende. Wir haben so zwischen 6 und 8 Sekunden und dann ist Ruhe. Man kann also so mit den Verdampfern nicht überbefeuern und somit durchbrennen. Man kann ihn natürlich durchbrennen, indem man die Voltzahl zu hoch regelt, aber naja, da sollte man sich vorher schon im Klaren sein, auf was man da den USB auf 510 einstellt, damit er halt einfach die richtige Voltzahl rausgibt. Das Ganze jetzt einfach nochmal getestet, was ein Zufall war mit dem roten Licht. Es ist definitiv Schluss nach einer Weile. Und schon passiert nichts mehr. Dann leuchtet noch das rote Licht und man weiß, jetzt ist Ende. Zack, und das rote Licht geht an. Und es ist Ruhe. Es guckelt nichts, es knirscht nichts, es ist aus. Der schnelle Wechsel von Verdampfern ist natürlich auch genial. Man kann also noch für, ich meine, 9,95 € war das, zwei Köpfe dazu kaufen, um eventuell noch andere Verdampfer zu testen. Und die USB auf 510 merken sich sogar die Einstellung. Das heißt, ich kann, wenn ich einen Verdampfer habe, der weniger Volt braucht, stecke ich einfach oder schalte ich ihn einfach auf die dementsprechende Voltzahl und in dem Augenblick, wo ich ihn halt umstelle, behält er diese Voltzahl und ich muss dann nicht jedes Mal neu einstellen. Das hier einfach jetzt nochmal getestet. Wir stellen jetzt einfach mal ein hier. Haben wir in lila bzw. pink und dann auf rot auf 4,8 Volt. Da sieht man noch mal so ein bisschen die verschiedenen Farben. Jetzt wechseln wir einfach mal den Verdampfer. Inklusive des USB-Adapters natürlich. Der jetzt eingestellt ist auf Pink. So, gehen jetzt runter auf Blau. Für 3,2 Volt haben. Und wechseln jetzt einfach mal den voreingestellten. Den ich meine ich auf Rot eingestellt hatte. Ne, auf Pink sowas. Und er behält also seine Einstellung bei. Ja, mit 2 drauf, das funktioniert leider nicht. Da schaltet das Gerät in eine Sicherheitsabschaltung, die man im Prinzip eigentlich nur wieder rausbekommt, indem man kurzfristig das Ladegerät aufsteckt. Eine andere Variante habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Aber danach funktioniert es wieder einwandfrei. Ja, jetzt haben wir die Taschenlampenfunktion. Da drücken wir im Prinzip einfach nur zweimal das Knöpfchen und schon haben wir eine wunderschöne Taschenlampe. Man kann das Ganze auch umfunktionieren, vielleicht noch zu einem Rasierapparat. Ja, das soll es hier von meiner Seite zu dem Gerät gewesen sein. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden damit und ich hoffe, ich habe euch mit dem Video helfen können. Ich wünsche euch dann noch einen angenehmen Tag und sage ciao, ciao.